Hallo, Kenya, mi fretet, wat je du bisent. Finder san nicht bloß agschaftig, wat je du san. Jesus im Himmel fret sich juck, wat je hand an je merk, in wat je du bisent, um eine nie Geschicht war uit de Bibel te hier. Denk je noch, paar Wegtrei vertal beginnt de Geschicht von den kleinen Samuel? Finder wala kind de Geschicht wieder vertal. Aber farig anfang, wala kind isch vertal von wat an se Geschicht von der handelt. Dort erst von ein gehorsamet Hortje. Dort nicht einmal leicht, nicht hin. Man wie sagen, was tun, was uns nicht schon geht, und wie unbedingt nicht wollen, dann tun wir uns ein Simul so wie Hand. Nisch hier, ran du wach, sonst es war nisch hier was es. Dort erst nicht, was Jesus von uns will. In Lisa ging dort auch so. Sei hat sich zwei Freunde angelut und spielten Tüß mit Pappen, Wärchen, Hüschen, ganz trock wären sie. Ab eins an Hitze die Mama roten. Lisa, Lisa. Sei deutlich, das fand sie nicht hier. Sie hat Angst, sie würde vielleicht machen, gehen, was abbringen, oder nicht so laut sein. Oder sie weiß gleich, was die Mama von ihr würde will. Das geht nicht so lang, dann ruft die Mama zum zweiten Mal. Lisa, Lisa. Nope, Lisa kommt nicht. Dann ruft die Mama noch lauter. Lisa, Lisa, komm ein bisschen her. Und dann dauert nicht lang, dann kommt Lisa um, weil sie gerannt, doll. Mom, willst du dort nicht? Ach ja, was soll ich hier? Lisa, nicht so doll ist dort. Hast du für jeden ihre Glocke zu kicken? Der Doktor sieht, du sollst immer und Titi in die Medizine nehmen. Du bist so verkillt, Mats Hosen, und ich will die bloß roben zur Medizin an dir. Ach, Mom, dann darf mir die bloß schwimmen. Kenya, hier die dort. Wie dit erreichte Einstellung von Lisa? No. So ich heim. Ist die Mama erst zum dritten Mal die Rauporten, aber dort wird dann nicht reich. Jesus will han, wie sollen die gehorsam sein, wie sollen wellig sein, zum Kum, wenn unsere Eltern, die Lehrer, uns rauben. In dit wird uns halten, zum unsere Geschichten klingt, was ihr besser verstehen. Hör so, tau Kenya. In Luther will er gönnt ein paar Frauen stellen von unserer Geschichte. So, Kinder, nun fängt unsere Geschichte an von Samuel, der geht wieder. Zwei Wege drei, dann hat die Geschichte, wo Hannah und Elkanah so sehr deutend zu Gott beten, wo die Ernst sollen Baby geben, und Gott schenkt ihr einen kleinen Samuel. Nun ist die Zeit ein bisschen vorbeigegangen. Samuel ist ein bisschen gerader geworden. Und nicht mehr ganz so aufhängig von Mama und Papa. In Hannah und Elkanah hat er Versprechen gehoben. Sei brauchen Samuel war der Träne Gott. In Dortmund, nun wurde er in der Kirche wohnen. Du schafft immer ein Prediger, dort wird Eli. Und du brauchen sie am Hahn, was heu in der Kirche soll schaufen, in am Haupen. Ich glaube, dass man nicht leicht sein, je was für Hannah und Elkanah aufscheut nehmen von ihrem kleinen Samuel, den du luten, wenn sie gleich den Arm so sehr, aber sie wissen, dass sie haben ein Versprechen gemerkt und sie wollen dort helfen. Sei versprüchen Samuel, jedes Jahr am Kum zu besiegen, am nie Kleider zu bringen, und sie gleich den Arm so sehr. Und nun wird es über eine Zeit, wo der Prediger Eli sich verantwortlich mögt für Samuel von nie wieder vor heute am Abhosen. Der Prediger Eli, der weiß Samuel, der schmacke Kirch. Da wird noch nicht von Steiner oder ein großes Gebiet, sei hatten bloß ein großes Zelt, in der wir mit verschiedenen Zeichen jeden Heu weiß am auch, wenn seine Arbeiten wird sein. In du zählt, du kommen den Menschen immer näher in der Gott beten, wann sie trürig werden, wann irgendwas fehlt, oder wann sie sich so allein fühlen, oder Angst haben, dann gehen sie immer in ihre Kirche in beten zu Gott. Jeden Morgen stund Samuel immer tierig ab in halb Eli bei der Arbeit. Heu mögt die Gardine ab von der Kirche. Samuel, der holt dort halt, wot sie können immer viel merken. In heu muss auch du versorgen, wot der Wutterkrug immer Wutter hat. Heu verstopft oft, wie all die schmacke goldene Dinge, wot du in der Kirche stünden. Aber heu muss sich auch umkämmern,
wird der Torchlichter immer wieder brennen. Du musst heu Eulen entdeuten. In deu Lichter, die brennen Tag nach. Und wenn der Tag ist vorbei wird, dann kann man Samuel sehen, wird heute deren Tomjuk bei der Kirche. Ums Uwes, falls es schlucken ging, dann les Eli Samuel einmal in die Bibel vor, wo Gott die Welt gemerkt hat, die vertalte auch die Geschichte von Noah, Abraham, Josef und Mose. Und dann ging Samuel schlucken. Aber wer heute schlucken ging, dann dankt heute Gott, was heute können in der Kirche wohnen. In Beram auch vor eine ruhige Nacht. Eli schleibt in der Stufe Fußbezieher an. Eli wird auch nicht so jung, heu wird all alt. Und wenn heu eies Wort brug in der Nacht, dann raubt heu Samuel. Und Samuel wird ein trüher Deiner, heu ging Eli danach immer Wort holen, wann am Wort fehlt. Eine Nacht ist Samuel schleib. Hier heu ab eins plötzlich eine Stimme, der raubt Samuel. Samuel. Busig hob Samuel ab und ging no Eli. Hier sind ich, Eli, wot fehlt dir? Ich hier die raubs mi num. Aber Eli sehr, nee, ich ha die num nicht geraub. Guen leidi war adul. Mess für sicher wasch du bloß wot je träumt han. Ganz verwundert, jetzt Samuel war er drehen seine Stufen. Wo er heute falsch gehört hat, die Stimme wird jedoch so klar. Samuel ging busig war eine Eli. Hier sind ich, Eli, hast du mich geraubt? Aber Eli duckte mit dem Kopf. Nee, mein Jung, ich habe dich nicht geraubt. Dann ging bloß war er schlugen. Samuel ging war er drei. Wer wird am dann geraubt haben? Heu hat sich noch mal Knopf durchgelegt, dann heu hier heu altem Dreh mal rauben. Samuel, Samuel. Samuel ging zum dritten Mal nach Eli in Frühheim. Hier sind ich, hast du mich geraubt? Eli hat verstanden, Gott will mit Samuel reden. Und dann sieht heute Samuel, wenn du noch einmal warst, die Num hier, dann bleib bei den Bar und sei, red her, denn dein Knall hier dort. Samuel ging wahre Träne sehen war, aber das muss wir heute sehr abgeregt. Und heute wisst ihr, heute würde glaube ich nicht noch einmal entschlucken können. Gott selbst will mit ihm reden, dort wird doch so wunderbar. Ganz abgeregt wird Samuel, dort Gott am Rupen will. Und dann hier heute wahre diese Stimme. Samuel, Samuel. Samuel reicht sich ab. In sin hat je dort bums soja busig, in emma busia, in heu und wut red haar, denn dien knall hier dort. In dann passiert wird ganz wunderbar. Gott selbst redet mit Samuel. Er vertaut am viele Dinge, wo du bald worm passieren. In Gott mög Samuel zu ein Prophet. Ein Prophet, was ist dort dann? Dort ist eine Person, die zu anderen Menschen von Gott vertellen. Doch, dann denk wie beste du Eva nur, und dann wunder wir uns, worum wird Gott kracht zu Samuel reden? In ein gläubig weite Antwort, will Samuel dich gehorcht wirklich. Wenn seine älteren Worte ansehen, dann wird heu eine Kirche bei Eli. Und wenn heu bei der Kirche schaffen wird, dann wird Samuel immer gehorsam. Morachen danach, wenn heu sie nun hier, dann hüpst heu ab in jene Eli in Frühwort zu fehl. Samuel hat gelehrt, Eli zu gehorchen. Und nun will heu auch Gott gehorchen. In Gott gleicht dort, wenn wir Personen sind, die Kinder sind, wird wirklich gehorchen tun.
Dort mehr Gott schaf dich. So, dit wir de Geschicht von Samuel. Moaki dotinja? Wird Samuel gehorsam? Ging hoi doll ära schaf dich, ne Eli. Hoi ging jederz mol schaf dich. Kreiten dun, ist dort de Nachwir, ist hoi geschlupen hoi, hoi hübs ab und ging ama futzen frauen. Hey Eli, ek sen hier, wot so leik? In der Gubern heu in der Kirche schaffen da, heu grünz nicht, nicht hänge. Kann je den Unterscheid sein, wo Lisa wird, oder wo Samuel wird? Wo wird Jesus gleichen, wo du wirst sein? So Samuel, dort stemp. Die waren jen von der vielleicht Frauen. Warum vertraut Gott nicht zu mir, sonst dann zu Samuel da? Gott vertraut durch die Bibel zu vielen Menschen, aber von diesem Tag wird Gott ganz anders zu uns vertrauen. Gott hat uns die Bibel gegeben. Und in dieser Bibel, du hast heute alles abgeschrieben, was wir sollen lesen, was wir sollen lernen, was wir sollen hören. Und du tust, weil Gott hat sollen deine Eltern, deine Lehrer und noch von dir selbst auch in die Geschichten vertrauen in die Bibel. Sachen, was Gott will haben, was du sollst wollen. Von dir will Gott haben, du sollst lernen, ein gehorsames Wort zu haben. Kriegst du Samuel. Dort ist eine Abgabe, was du wollen haben. Dort wird nicht leicht sein. Und dort wird nicht jeder Mal leicht sein, dort zu tun. Aber wir müssen jeden Tag tun, öffnen. Wenn Mama uns ruft, wir sollen halt abwaschen, weil wir dort schafft dich tun. Wenn Papa sagt, die Jungs, die sollen bieten Schwinn, halten die Schlittels abriemen. Er hat dort spielt dich, die Bicycles im Spickerschmack kann sagen. Wer beschafft dich dort denn? Wenn es dort merkt, Jesus schafft dich. Und wir wollen von dir noch ein Ding, unsere Eltern ganz besonders dankschön sein, was sie immer noch uns abholen denn. So ist Eli, ne Samuel abholen denn, so tun deine Eltern nicht die. Und sie posten ab, was die nicht wird fehlen. Aber so postet Jesus im Himmel noch ans alle ab, was wir hier sind. Weil wir nach alle Taub beten. Dankeschön, Jesus, was du in mein Herz gewohnt hast. Dankeschön, was du mir hast, ne Eltern gegeben, was noch ans abhosten dann. Aber auch Dankeschön, was du im Himmel bist und du nur sitzt, was mir nicht fehlt. Und was ich auch immer konnte, die gehen, wenn ich traurig bin, wenn ich schaftig bin. Wenn mir eines Wort fehlt, wollte ich dort, du bist du. Dankeschön, Jesus. Dort bete ich in Jesus' Namen. Amen. So, Kinder, das ist unser Abgabe für diese Weg. Ein gehorsames, schaffiges Wort. Ich wünsche Ihnen Glück dabei und wünsche Ihnen wieder eine gute Weg. Auf Wiedersehen.